Liebe Bundesregierung, ihr besteuert Benzin, ihr besteuert Heizöl, ihr besteuert Diesel. Auch Plastik ist ein Ölprodukt. Warum wird das nicht besteuert? Insbesondere, wenn es Einwegplastik ist und den Planeten zumüllt. Warum schaffen es Länder wie Ruanda oder Kenia, die Plastiktüte zu verbieten und ihr schafft das nicht? Was macht ihr da drin eigentlich? Darf man das mal fragen? Wir schwimmen im Plastikmüll. Das Plastik geht uns bis zum Hals. Die Regierung muss etwas tun. Diese Erdkugel inmitten dieser Tausend von PET-Flaschen symbolisiert das, was wir mit der Umwelt gerade und Plastikmüll veranstalten. Wir ersticken am Plastikmüll und tun alles, damit es nur noch schlimmer wird. Die Regierung tut gar nichts. Wir haben keine verwertbaren, brauchbaren Gesetze gegen die Plastikvermüllung. Die Industrie tut auch nichts, weil die leben halt sehr gut davon. Die Verpackungsindustrie, die großen Discounter, die Ölindustrie, ist ein Ölprodukt. Insofern bleibt es mal wieder an uns Endverbrauchern hängen, das Problem zu lösen. Das finde ich eigentlich echt ungerecht. Wir brauchen dringend eine Plastikbesteuerung. Wir brauchen eine viel bessere Bepfandung. Wir brauchen viel effizientere Recycling-Systeme. Und die Industrie muss aufhören, wirklich alles, was wir kaufen, x-fach in Plastik einzupacken. Es sterben alljährlich in etwa 1,5 Millionen Seevögel an Plastikmüll. Die Schätzungen bei Meeressäugen gehen sehr weit auseinander. Sehr großzügige Schätzungen sagen, es sterben etwa 650.000 Wale, Delfine, Orcas, was auch immer, an der Plastikvermüllung. Das muss aufhören. Es gibt eine Berechnung des Weltwirtschaftsforums in Davos, dass 2050 mehr Plastik im Meer schwimmt als Fisch und Plankton. Und ich glaube, wir sollten vorher handeln. Bitte mach mit. Das ist ganz, ganz wichtig, echt.